zum Erfolg. Das Tellerjoch gehört zu den symbolischen Verbindungen zwischen Südtirol und dem Trentino. Eine nicht nur geografische Nähe, die sich auch in gemeinsamen Projekten und Initiativen ausdrückt, die dem Schutz der Umwelt dienen und dem UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten Respekt zollen wollen. Am 15. Juli beginnt für das Sellerjoch eine neue Ära unter dem Leitmotiv Dolomites Vives. Das Projekt Dolomites Vives wird im heurigen Sommer erstmalig veranstaltet und hat den Sinn, an neun Mittwochen im Laufe des Sommers, angefangen vom 5. Juli, den Zugang zum Sellerjoch nur für Fußgänger und für die öffentliche Mobilität und für Mobilitätsfahrzeuge, die eben mit sauberen Treibwerken erzeugt werden, funktionieren, zu ermöglichen. Die Idee ist, dass man eben ein Signal geben möchte. Man möchte eben beweisen, dass wir diese Kompetenz auch haben, dass wir sehr wohl an Nachhaltigkeit denken, dass für uns sehr wohl die Dolomiten auch ein wichtiger Bestandteil unserer Gegenwart sind, aber vor allem unserer Zukunft. Den möchten wir auch richtig bewahren. An den Tagen, an denen die Straße für den Verkehr gesperrt sein wird, werden Veranstaltungen rund um die Küche, Musik und Geschichte der Dolomiten geboten, welche es ermöglichen, die Bergwelt auf besondere Weise und mit allen Sinnen zu erleben. Dies ist nur eines der zahlreichen gemeinsamen Projekte zwischen Südtirol und dem Trentino, welche die Zukunft nachhaltig gestalten wollen. Es ist einfach positiv anzumerken, dass durch diese gute Beziehung mit dem Trentino war es möglich, ganz einfache Projekte durchzuziehen. Ich denke dabei zum Beispiel an die Busse, die nicht mehr auf den Pass fahren und dann wieder zurück, sondern auch auf der anderen Seite wieder nach Canazei fahren und dann zurück oder nach Wolkenstein und dann wiederum zurück. Ich glaube, da sind ganz große Synergien eben möglich. Aber hauptsächlich möchten wir so vorgehen, dass jeder von uns eigentlich ein Botschafter wird, wo man eben einen Beitrag leistet für diese wunderschönen Zone, die eben heutzutage mit UNESCO eben ist. Der Schutz des gesamten Dolomitengebietes ist nur durch die Aufwertung der Landschaft und der Umwelt möglich. Und Naturschutz heißt auch nachhaltiger Tourismus, welcher der Umwelt mit Respekt begegnet. Dies sind auch die Grundideen der gemeinsamen Projekte auf regionaler Ebene. Nach vielen Jahren der Diskussion ist es nun endlich soweit. In den Monaten Juli und August wird mittwochs von 9 bis 16 Uhr der Sellerpass für den motorisierten Verkehr gestoppt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Menschen dort in den Dolomiten haben möchten, sondern ganz im Gegenteil. Wir möchten Menschen, die die herrliche Umgebung genießen, respektieren, aber gleichzeitig auch die Umwelt schonen. Es tut wohl gut daran zu erinnern, dass pro Jahr 1,2 Millionen Fahrzeuge auf den Dolomitenpässen verkehren. Diese Initiative am Sellerjoch ist nur der erste Schritt eines langen Weges, der zu einem neuen Verständnis der Natur und der Bergwelt führen wird. Und zwar auch, was den Massentourismus betrifft.